Hallo und herzlich willkommen zurück zu Dieses Wir Generationsgameplay wieder in Glimmerbrook bei Keanu und seiner Familie. Ich nehme die Folge jetzt gerade am Stück auf, direkt nach der von gestern. Also nicht wundern, dass ich jetzt noch nicht auf eure Kommentare eingehen kann, aber ich habe einen wichtigen Termin und muss deswegen die Folge so ein bisschen vorproduzieren. Und das letzte Mal hatte ich euch ja gefragt, wie das ist, wollen wir umziehen mit der Familie oder nicht? Da bin ich immer noch sehr gespannt auf eure Meinung. Und ja, Kian ist gealtert. Er ist jetzt mittlerweile ein Kind und ich bin immer noch sehr, sehr happy mit ihm. Welch Wunder, ich habe ihn vor einer halben Stunde erst umgestylt. Aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Und heute habe ich was ganz Besonderes geplant. Eigentlich zwei Sachen habe ich sogar geplant. Und wir werden gucken, wie sich das so entwickelt, weil ich will es nicht beeinflussen. Und ich bin einfach sehr gespannt, wie es wird. Es ist Sonntag und die Familie ist noch nicht so lange wach, obwohl es, glaube ich, sogar schon Nachmittag ist. Nika ist super müde. Nein, nicht super müde, super traurig. Nika ist super traurig, weil heute die Beerdigung ihrer Mutter ist. Und wir kennen Maya, also die, die mir auf Twitch folgen und die Livestreams beobachtet haben, kennen Maya. Maya war einfach eine Karrierefrau und hatte nicht viele Freunde, nicht viel Familie. Sie hatte eigentlich nur Nika. Und Nika redet gerade mit ihrem Papa Keanu darüber, ob er sie dann zur Beerdigung begleitet. Und Keanu schaut zu Megan. Megan findet das gar nicht so toll, deswegen so, nee, du bleibst lieber hier und so. Und ich habe was Besonderes für uns heute geplant. Auch wenn sie da gerade sehr gruselig guckt. Und ja. Und Nika versteht einfach nicht, dass Megan sich da einmischt. Das ist immer in die Beerdigung ihrer Mutter und Keanu ist ihr Vater, natürlich hätte sie ihn gerne dabei. Und jetzt motzt er mit ihr, oder wie? Und Keanu guckt Fernsehen, der ist einfach traurig mit seiner komischen Augenfarbe. Was macht ihr denn hier? Mit Keanu plaudern? Sag mal, was ist das? Zickt ihr euch hier denn die ganze Zeit an? Könnt ihr euch jetzt bitte einfach für die Beerdigung fertig machen? Wir haben schon fast 15 Uhr und wir tun jetzt einfach so, als würde 15 Uhr die Beerdigung starten. Und das ist einfach so traurig! Mann, warum müsst ihr euch jetzt anzicken? Wir gehen nach Brindleton Bay, weil dort ist unser Familienfriedhof. Und da Nika zu unserer Familie gehört und Megan, die, und Maya, die Mutter von Nika ist, kommt Maya natürlich auch auf den Friedhof. Es tut mir furchtbar leid, dass ich die Namen immer wieder verwechsel. Es sind einfach mittlerweile sehr viele Sims. Oh, das wird immer schlimmer mit eurem roten Balken. Das müssen wir unbedingt wieder hinkriegen. Ich möchte, dass ihr euch vertragt. Warum habt ihr so einen krass roten Balken? Ich meine, ihr habt euch gestritten, ja, aber ihr habt natürlich so krass gestritten, dass ihr euch gar nicht mehr ausstehen könnt. Das ist ja schon fast so schlimm wie mit Megan. Es bricht mir das Herz. Es bricht mir einfach das Herz, dass die beiden gerade einfach nicht miteinander auskommen. Eine Melodie. So, und hier regnet es auch noch. Na, das ist ja hervorragend. Könnt ihr euch was Dunkles anziehen? So, jetzt seid ihr immerhin umgezogen. Wir haben jetzt natürlich kein Bild von Maya. Das machen wir dann das nächste Mal. Und das ist so eine traurige Beerdigung. Das letzte Mal waren wir hier, als wir Kalani beerdigt haben. Deswegen, du gehst hier nochmal um Kalani trauern. Und Magie ruft der Geister. Ne, wir werden Kalani jetzt nicht rufen. Und kannst du Zuckerschädelgabe darbringen. Es bricht mir so das Herz. Nein, wir werden jetzt nicht trauern. Gedo, oh Mann. Wir werden jetzt nicht trauern. Nein. Natürlich geht Keanu erstmal zu seinem Zwillingsbruder und. Ja. Muss er, kann nicht anders. Und so geht hier schon mal rein. Ach ja, dann geh halt pinkeln. Dann geh halt pinkeln. Ich habe keine Ahnung, wo wir Maya hinpacken. Hier kommt Murako hin. Eigentlich müsste dann hier Maya hinkommen. Ja, wir packen hier Maya hin. Maya Hemingway. Und hier kommt natürlich auch unser Herbert hin. Oh.
Keanu, es tut mir so leid. Ja. Nika möchte jetzt eine Rede über ihre Mutter halten. Und du wirst dich da hinsetzen als einziger Gast. Und dir das anhören. Und dann werdet ihr gemeinsam Abschied von Maya nehmen. Pizza. Sag mal. Sag mal, setzt du dich da bitte hin und hörst auf, jetzt Fotos zu machen. Was hast du denn gemacht? Unordentliches Make-up vom Schminken. Nika trägt unordentliches Make-up. Merke dir, Übung macht den Meister, aber jetzt solltest du es wahrscheinlich beheben. Und das zur Beerdigung deiner Mutter? Oh, das ist ja eine Katastrophe. Versuchen zu stehlen. Ja, jetzt hat dich deine Tochter dabei erwischt, wie du es versuchen wolltest zu stehlen. Sag mal. Erwischt worden. Sie steht da, natürlich bist du erwischt worden. Und er labert die ganze Zeit. Kannst du mit... Die tun einfach so, als würden sie sich gemeinsam über Maya unterhalten. Komm. Über aktuelle Studien reden? Gemeinsamkeiten suchen. Such mal Gemeinsamkeiten. Und du gehst heute nicht zur Arbeit. Du nimmst dir noch einen Urlaubstag. Um Bart bitten. Ja, das reicht schon. Das reicht schon, Nika. Das reicht schon. Was ist denn? Ach, Leute. Könnt ihr euch nicht irgendwie mit Reichtum prahlen? Ja, Keanu ist mittlerweile reich. Das ist krass. Hier, versteh dich mal mit deiner Schwiegermutter. Nee, Stiefmutter. Geschickte Entschuldigung. Keanu, du musst versuchen, das irgendwie hinzukriegen. Traurig, keine Frage stellen. Wegen Ableben trösten. Gucke mal. Auch wo Nika gerade. Wir tun einfach so, als sei das Make-up vom Heulen zerlaufen. Nimutuni. Leute, Nika. Toban? Samso. Gib ihm wenigstens eine Chance. Könnt ihr denn jetzt bitte zu Maya ans Grab gehen und trauern? So bin ich so physischen Weltstärken um Maya trauern. Und um Maya trauern. Komm, Nika. Er ist doch schon weg. Komm. Es tut mir so leid. Es tut mir so leid. Ich hätte doch nicht gedacht, dass Maya so früh stirbt. Das ist eine sehr, sehr kleine Beerdigung. Oh, Mensch. Dann mache ich hier noch ein bisschen was. So, ich habe jetzt ein bisschen was draufgestellt. Das Bild kommt im Nachhinein noch hin. Aber dann hat Maya wenigstens auch einen Platz. Nach Amon, Keto, Lani. Ja, jetzt ist 19 Uhr. Ihr müsst wieder nach Hause. Denn Megan wartet zu Hause schon, da sie ja was Besonderes mit Keanu geplant hatte. Und Megan ist deswegen ein bisschen sauer auf Keanu, weil der jetzt natürlich so lange bei der Beerdigung von Maya war. Die ja die Konkurrentin von Megan war, weil Megan wusste, dass Keanu immer noch mit Maya schläft. Und deswegen nimmt sie ihm das so ein bisschen übel. Aber für Keanu, er ist halt auch für seine Tochter hingegangen. Dann gehen die beiden jetzt zur Fähre. Und fahren zurück nach Hause. So, Megan wird jetzt rausgehen und ihn fragen, was so lange gedauert hat. Gemein. Anbrüllen. So, was soll das? Ich hab dir gesagt, wir haben um 19 Uhr den Tisch. Jetzt ist es schon fast 20 Uhr. Wo bist du so lange gewesen? Du hast gesagt, das dauert nicht so lange. Ach Mensch. So, Water, Beamer.
Wir wollten hier zum Meeresfrüchte essen gehen und. Ja. Mangel an originellen Ideen äußern und entschuldigen im Bett. Aber du wirst ihn jetzt um ein Date bitten. Ah, Wanu. Oh. Hampei Tibanu. Squame Quas. Um Verabredung bitten. Genau. Das wollen wir machen, weil Megan möchte ja Keanu jetzt ausführen zum Essen. Weil. Vielleicht wisst ihr ja schon, was Megan vorhat. Weil Keanu hatte ja was gefunden. Und deswegen ist es für Megan so, so wichtig gewesen, dass Keanu pünktlich kommt. Kam er ja aber nicht. Und ich habe hier ein neues Restaurant, das Bluebird Brunch. Da waren wir noch gar nicht drin. Das hatte ich vor einiger Zeit im Discord gebaut. Und wir reisen da jetzt einfach mal hin, weil ich das testen möchte, wie das so funktioniert. Im Livestream waren wir da schon einmal, aber im Let's Play hier selber noch nicht. Und ich muss mal gucken, wie das da mit den Sesseln ist, ob man die jetzt noch verrücken muss, damit die da hinpassen oder nicht. Ja, jetzt ist es schon relativ spät. Und Keanu ist einfach traurig. Der hat eigentlich überhaupt keinen Bock, jetzt irgendwie essen zu gehen, weil ihn das noch so sehr frustriert. Hey, wieso kennst du ihn nicht? Wieso kennst du ihn nicht? Nee, das ist... Oh Gott. Gemein, grob vorstellen. Vor allem, warum ist er hier mit der Wissenschaftlerin? Sie guckt total traurig. Das passt eigentlich gerade gar nicht in meine Story rein gerade. Dass die hier schon wieder sind. Okay, er geht gerade weg. Abwarten, was geschieht. Okay, hier dann, dann geh mal weg. Das passt nämlich gerade gar nicht, dass du hier bist. Wir tun so, als sei er nicht hier. Weil die Nymphen sind ja eigentlich geflohen. Das macht keinen Sinn, dass die hier sind. Aber da ist sie ja... Also sie sind nicht in der Welt platziert. Der Platz wird von anderen Gästen beansprucht. Oh nö. Ich habe hier extra Dateplätze. Oh nö. Kriegen wir denn den Tisch? Dann lass uns den Tisch nehmen. Das ist voll gut besucht hier. Voll krass. Das ist richtig gut besucht. Kira und Tiba sind auch hier. Das ist voll cool. Ach, Keanu, es tut mir so leid. Es tut mir einfach so leid. Aber wir versuchen natürlich Megan auch glücklich zu machen. Auch wenn ihm überhaupt nicht danach ist. So, die haben jetzt den Tisch hier. Könnt ihr schon mal... Ja, setzt euch da mal zusammen hin, bitte. Also, sie sitzen jetzt auch noch nebeneinander. Und sie versucht so ein bisschen... Erstmal dieses, die kalte Schulter zeigen, dann wurde, ja, jetzt reiß dich mal zusammen. Wir wollten hier einen schönen Abend machen. Und dann wird sie versuchen, ein bisschen mit ihm zu flirten. Und sie haben auch eine sehr ambivalente Beziehung. Und dann wird sie das Essen für die beiden bestellen, für den Tisch bestellen. Keanu gibt sich Mühe. Na guck mal, ihr liebt euch doch. Leute, ihr macht mich fertig. Okay, ihr nehmt beide einen roten Nektarmix. Ich habe jetzt gar nicht geguckt, wie viel Hunger ihr habt. Okay, das hätten wir aber nicht. Hört meine Maus bestimmt voll laut. Oh, Quiche. Quiche sieht lecker aus. Spinat, Zwiebel, Quiche will Keanu und Megan möchte. Ach ja, das ist natürlich Brunch. Dementsprechend haben wir jetzt hier nicht so viel. Megan möchte eine Spinatfritata. Genau. Sehr schön. Wollt ihr denn vielleicht irgendwie. Der macht sich da. Oh, Notizen. Och, Kira! Die ging schon immer sehr ran. Ach, seid ihr niedlich miteinander. Warte, was macht ihr denn jetzt? Oh Leute, das wird nichts. Das wird nichts, wenn ihr so weitermacht. Kommt, ihr müsst das hier irgendwie retten.
Ich muss das hier irgendwie retten. Reinsteigen. Hier, geht da mal rein. Geht da mal rein. Hm. Er setzt sich an die Bar. Willst du jetzt nicht mehr zu Diego? Er sitzt hier ganz alleine. Ist okay. Ist okay. Guck mal. Romantik. Düsteres Kompliment machen. Shot away. Romantik. Ja, mach mal hier in Schulz Bett, weil er hat ja Gummis, ne? Er hat ja Gummis. Aha. Die hat er ja gekauft. Ja. Okay, das heißt, sie müssten verhüten. Also ich musste jetzt die Wahrscheinlichkeit so Risky Wubu runtersetzen auf 0, dass das hier funktioniert, damit das kompatibel hier ist. Oh, unser Essen ist da. Leute, euer Essen ist da. Oh, Megan plaudern. Keanu plaudern. Also so richtig wohl fühlt ihr euch hier nicht. Warum könnt ihr hier eigentlich kein Techtelmechtel drin machen? Na gut, dann gibt's jetzt was zu essen. Aber dann möchte ich bitte, dass ihr euch auch wieder umzieht. So, Megan versucht das Ganze natürlich jetzt so zu retten und wird erstmal sagen, so Angst vor Langeweile erwähnen. Okay. Nach vorliebender Attraktivität anderer Sims fragen. Das finde ich ja. Achso. An wem ist Megan interessiert? Na, an ihn. Okay, dann ja, vergessen wir das. Aufreizend posieren. Guck mal, vielleicht kriegst du ihn ja irgendwie aufgemuntert. Ein Kuss hauchen. Aha. Keanu stochert so lustlos im Essen rum. Schwierige Frage stellen. Aber vergesst nicht zu essen. Oh, schön. Synchron trinken, finde ich super. Boah, das wäre natürlich toll. Techtelmechtel mit Keanu. Benommen, okay. Ja, stimmt. Sie ist, sie hatte ein paar Drinks zu viel. Das war nur ein Glas Rotwein. Das war nur ein Glas Rotwein. Keanu Reilly versuchte, Geld von Megan zu stehlen? Du hast Megan jetzt nicht geschlagen. Das hast du nicht gemacht. Das hast du nicht gemacht. Vermöbelt wegen Kampf. Triumphierend gekämpft. Ihr habt nicht gekämpft. Ihr habt hier gesessen und Quiche gegessen. So, jetzt bin ich ein bisschen baff. Was ist denn das? Was ist... Jetzt könnt ihr hier wieder kein Techtelmechtel machen. Hallo? Hallo? Die Freundschaft ist ganz unten. Die waren doch vorhin, als sie noch hergekommen sind, beste Freunde. Sag mal, kannst du bitte gehen? Kannst du bitte gehen? Du sollst nicht die ganze Zeit mit uns quatschen. Guck mal, die Beziehung ist voll weg. Alter, mehr gehen. Ja, sie ist definitiv betrunken, benebelt. Alter Schwede. Keanu ist hier immer noch dran. Sie geht zu einem anderen Kerl. Jerome Schneider. Ich hätte ganz gerne, dass du ein Techtelmechtel machst. Oder hast du jetzt keinen Bock mehr? Romantik. Küssen. Küss ihn. Das war jetzt kein gelungenes Date. Guck mal. Kompliment über Aussehen machen. Er ist aber noch niedergeschlagen. Lustig. Könnt ihr ein bisschen rumblödeln. Feuer und Flamme. Keanu, könnt ihr das jetzt machen? Techtelmechtel mit Megan. Ja. Schön, dass ihr rumalbern könnt.
Anna kommt. Hast du Lust auf ein Techtelmechtel? Ich kenne dann Plätzchen. Oh, Megan ist so müde. Ja, ihr Süßen. Oh, die sieht so vermöbelt aus. Aber es ist ja nichts passiert. Die haben da einfach nur gesessen. Er hat sie nicht geschlagen. Garantiert nicht. So ist Keanu nicht. Er ist ein Po-Mensch. Ein Popoloch. Aber er ist, weil er ist nicht gewalttätig. Also, nicht zu Frauen. Yay! Yay! Oh, schön. Jetzt bist du hier auf dem Weg sein. Ja. Okay, jetzt geht ihr mal bitte hier hin. Weil jetzt wird Megan es versuchen. Jetzt wird Megan es versuchen. Oh, du. Romantik. Heiratsantrag machen. Die Romantik reicht nicht aus. Oh mein Gott. Kompliment über Aussehen machen. Ja, da muss sie, glaube ich, erstmal pinkeln gehen. Geh weg da. Wir wollen das benutzen. Wir wollen das benutzen. Oh mein Gott, hat das lange gedauert. Ich habe die beiden jetzt super viel miteinander interagieren lassen, dass die Romantik wieder ein bisschen höher geht und dass das Freundschaftslevel ein bisschen höher geht, weil sonst geht das mit dem Antrag nicht. Aber jetzt sind sie ganz gut gestellt hier und jetzt kann Megan ihr Glück versuchen. Romantik, Heiratsantrag machen. Und ich will das sehen! Leute, ich will das sehen. Ich will jede Reaktion sehen. Jedes einzelne bisschen will ich sehen. So. Okay, Megan, los geht's. Los, Megan, trau dich! Trau dich! Er nimmt's an! Er nimmt's an! Oh mein Gott! Damit habe ich nicht gerechnet! Keanu hat den Antrag angenommen! Finde ich auch sehr eigen, dass Megan überhaupt den Schritt geht. Aber krass. Ach, hier war hier auch Prügeln um Geld oder wie? Oder was? Ach, schön. Oh, guck mal, ein Herz und eine Seele. Wow, faszinierend. Aber schön. Hier, Keanu, willst du sie nicht einmal ganz herzlich küssen? Mit Hören brauchst du nicht mehr, das passt schon. Das passt schon. Hier nochmal ein Süßholz raspeln. Und hier, wenn ihr eh schon hier so nackig seid, dann könnt ihr auch, also wenn ihr Badekleidung seid, dann könnt ihr auch ein Techtelmechtel nochmal im Workpool machen. Was ist mit Restaurant? Ach, das erste Restaurant hat, dass das Essen geschmeckt hat. Ja, es war super lecker. Megan ist offenbar krank. Die Kinder sind in der Schule, na Gott sei Dank. Wir müssen auch unbedingt auf Twitch noch eine Highschool bauen für unsere Kinder hier und unsere Teenager. Eine Grundschule haben wir ja schon, aber wir haben noch keine Highschool. Ich bin gerade einfach so froh, dass es geklappt hat, weil es war super anstrengend. Ich habe sogar die Bedürfnisse hochgecheatet, weil mich das so genervt hat, dass sie dann einfach mal die ganze Zeit müde waren und das hat mir so nicht in meinen Kram gepasst. Deswegen verzeiht mir bitte, dass ich das ausnahmsweise mal gemacht habe, dass es den beiden gut geht. Wir tun so, als hätte Keanu das gepasst. Den Bedürfnistrank hätte ich ja auch mal geben können, ne? Hat er nicht noch Bedürfnistränke? Guck mal, zwei Bedürfnisbefriedigungstränke. Dann verkaufen wir die, dann tun wir einfach so, als hätte er eingetrunken und Megan hätte eingetrunken. So. Woo! Ach, schön. Sehr interessant gewesen. Oh, Keanu, wie er sie lockt. Hätte Keanu den Antrag abgelehnt, aber ich finde es auch super interessant, dass er ihn angenommen hat. Wahrscheinlich auch mit dem Hintergedanken, er möchte halt, dass Kian nicht mehr Findeln benannt wird, sondern auch Riley. Der Kian ist natürlich auch sehr berechnend.
gnadenlos kitzeln. Ach, schön. Ach, schön. Ihr könnt so niedlich sein, wenn ihr wollt. Oh, wie sie sich angucken. Oh, jetzt habt ihr keine Lust mehr, oder wie? Wo willst du denn jetzt hin? Übe das Flirten. Du kannst doch flirten. Du hast ihn wunderbar gezähmt. Ich meine, hättet ihr gedacht, dass Keanu jemals heiratet? Ihr könnt mir ja gerne schon mal Ideen in die Kommentare schreiben. Wie das dann ist mit Hochzeit? Wo? Wollen wir so eine Las Vegas-Hochzeit feiern? Oder wollen wir auch sowas Traditionelles machen? Ich find's so cool. Wie schön ihr euch hier alle versteht. Oh, Titus, hi. Hallo. Oh, ist das cool. Okay, aber ich glaube, wir beenden die Folge jetzt an der Stelle. Ich find's super, super cool. Ich freue mich mega. Florian, no. Wir lassen die beiden Lovebirds, wie es meine Moderatorin Niki sagen würde, jetzt auch ein bisschen alleine. Die können jetzt noch ihre Verlobung ein bisschen feiern. Und ich bin sehr gespannt, wie sich das alles noch weiterentwickelt. Ich freue mich so sehr auf die Hochzeit. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so schön nochmal eine Hochzeit erleben. Ich war mir fast sicher, dass Keanu ablehnt, eben weil er Megan momentan ja auch nicht so attraktiv findet und die beiden sich einfach nicht so gut verstanden haben, was jetzt zum Glück wieder der Fall ist, was super lange gedauert hat. Ich glaube, die waren jetzt das ganze Wochenende da. Ja, es ist jetzt Montag. Die Kinder kommen fast aus der Schule wieder. Also hat ein bisschen länger gedauert, das Date, aber ist, glaube ich, auch mal ganz okay. Nächste Woche machen wir dann bei Makani und Luana weiter. Da bin ich sehr, sehr, sehr gespannt, wie sich das alles noch so entwickelt und mit dem neuen Pack und so. Ja. Ich würde mich auf jeden Fall über einen Daumen nach oben freuen, wenn euch das Video gefallen hat und über ein Abo, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Und ja, würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video wiedersehen. Und ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!